Decepticons werden die mutigen Autobots von dem Roboter Optimus Prime angeführt. Optimus Prime verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten. Auch die Decepticons haben besondere Fähigkeiten. Sie verwandeln sich in Flugkörper, wenn sie die Autobots angreifen. Beim Kampf der Autobots gegen die Decepticons steht die Existenz der Erde auf dem Spiel. Transformers. Und nun zeigt der Zauberwürfel vom Planeten Cybertron die unglaubliche Geschichte der Transformers. Transformers. Funktioniert sogar hervorragend, wenn ich das in aller Bescheidenheit sagen darf. Sind Sie zufrieden, meine Herren? Vollkommen. Wir geben die Testergebnisse sofort weiter. Dann vergessen Sie Ihr Tonbandgerät nicht. Sehr gute Arbeit, Wheeljack. Du bist wirklich ein Genie. Richtet das Ding bloß nicht auf etwas, das ich gebaut habe. Ich weiß nicht so recht. Wir hatten schon ganz andere Superwaffen und Megatron ist immer noch unter uns. Decepticons, fertig machen zum Angriff! Was ist denn das? Weg hier! Red Alert, du bewachst den Bunker. Autobots, transformiert euch! Nicht so voreilig, Inferno. Ich brauche Unterstützung. Oh nein, nicht schon wieder! Ich will endlich kämpfen! Der Negavator darf Megatron nicht in die Hände fallen. Fertig zum Aussteigen, Rumble, Frenzy, Ravage, Basso, vorwärts vernichtet die Autobots. Mit dem größten Vergnügen! Jetzt werden wir diesen Bunker in eine Gruft verwandeln! Autobots, transformiert euch! Es braucht schon viel mehr, um einen Autobot aufzuhalten! Zurück! Die Hitze zerstört unsere Datenbanken! Mein wunderschöner Bunker ist nur noch ein Schutthaufen! Und somit hat Soundwave jetzt freie Bahn zum Negavator. Nein, das ist noch nicht gesagt. Red Alert, bitte kommen! Auftrag ausgeführt. Das mag schon, Soundwave. Ich will endlich ein bisschen Spaß haben. Die Jungs da oben könnten Hilfe brauchen. Nein, bleib hier, Inferno. Wir müssen uns hier rausgraben, Optimus. Eines Tages werde ich etwas bauen, das nicht zerstört werden kann. Holt den Negavator. Autobots, transformiert euch und greift sie an! Ich werde euch lehren, meine Bauwerke zu zerstören! Ich kann nicht auf sie feuern. Optimus steht in der Schusslinie. Dann werde ich ihm zur Hilfe kommen. Nein, du bleibst hier und bewachst den Bunker. Rumble, du musst ihre Verteidigung ausschalten. Das versuche ich ja, Soundwave. Verpass ihm auch noch eins von mir, Frenzy. Jetzt wollen wir doch mal sehen, was dieses Ding wirklich drauf hat. Ja. Warte! Noch nicht feuern! Na, damit hast du nicht gerechnet, was, Rumble? Hey, wir sind hier! Und die werden gleich rennen! Decepticons, Rückzug! Aber nicht ohne ihnen ein kleines Abschiedsgeschenk zu hinterlassen! Thank you.
Siehst du das? Inferno! Hilf mir! Inferno! Bei Grapple wird die Hauptsicherung durchbrennen, wenn er das hier sieht. Inferno! Wo bist du? Das ist Red Alert! Halte durch, Red! Gleich hab ich's! Warte nur, bis ich Inferno erst in die Finger kriege! Nun sei doch nicht so streng mit ihm! Es war nicht seine Schuld! Red, bist du in Ordnung? Ich hab mir schon Sorgen um dich gemacht. Wenn du geblieben wärst, wo du hättest sein sollen, dann hättest du dir auch keine Sorgen um mich zu machen brauchen. Hä? Ach, du weißt doch, Red. So ist er nun mal. Ich sage es in aller Deutlichkeit. Inferno hat mich verraten. Er hat nur tapfer gekämpft, um den Negavator zu retten und weiter nichts. Warum sieht es niemand so, wie es ist? Inferno hat nur Interesse an meiner Stellung. Am besten lässt du dich erstmal von Hoist überprüfen und dann ruhst du dich aus. Es geht mir gut. Es ist nur ein kleiner Störimpuls. Der kommt und geht. Er kommt und geht. Also gut, Red. Aber mach dich bereit, ins Hauptquartier zurückzukehren. Es ist viel zu gefährlich, hier zu bleiben. Zu gefährlich? Ha! Jetzt will auch Optimus mich aus dem Weg haben. Das ist eine Verschwörung. Autobots, transformiert euch! Du auch, Red. Ab ins Hauptquartier. Ihr seid alle nur unfähige Narren. Ich muss diesen Negavator in meine Hände bekommen. Wenn du gestattest, Megatron, ich werde das erledigen, was die anderen nicht geschafft haben. Rumble, du überdimensionaler Trottel! Red Alert, analysiere das Geräusch. Geräusch? Welches Geräusch? Es ist alles in Ordnung. Und jetzt zermalmt sie! Steinlawine, transformiert euch! Ich hab die Hand! Angriff! Wir müssen Optimus und Ironhide da rausholen! Gehört der Negavator mir! Er kann nicht stehlen, was er nicht sehen kann. Da musst du dir schon was Besseres einfallen lassen. Der Rauch bleibt richtig an uns kleben. Ich kann nichts mehr sehen. Hör auf rumzujammern und benutze dein Radar. Ja, nur zu. Versucht es doch mal. Hey, meine Schaltkreise sind gerade durchgeknallt. Meine auch. Ich fliege völlig blind. Steh weg hier, bevor wir noch alle zusammenknallen. Es wird klarer. Ich kann wieder etwas sehen. Nein, nein, nein! Wenn ich schon abschmiere, dann nehme ich wenigstens einen Autobot mit. Schnell, rette den Negavator. Leider kommst du zu spät, Prime. Deine nächste Station ist die Vergessenheit. Ich habe wirklich nur Volltrottel in meiner Mannschaft. Rückzug! Wir können Starscream nicht zurücklassen. Vergiss ihn. Es gibt jetzt Wichtigeres, um das wir uns kümmern müssen. Wir werden Tage brauchen, um diesen Geröllhaufen wegzuräumen. Red Alert! Warum hast du uns nicht gewarnt? Du willst mich loswerden, genau wie alle anderen.
Du bist schwerer beschädigt, als ich dachte. Oh nein, mit mir ist alles in Ordnung. Red Alert braucht eine Generalüberholung. Deine gesamten logischen Schaltkreise sind völlig durchgebrannt. Du musst sofort repariert werden. Bleib mir ja vom Leib. Ihr habt doch bloß vor, mich vollständig auseinanderzunehmen. Niemals! Das werde ich nicht zulassen! Na, oh, ah, ja. Oh, warte! Wir sind doch deine Freunde! Schnell! Wir müssen ihn aufhalten, bevor sich sein Zustand verschlimmert. Dass Megatron mich hier zurückgelassen hat, wird er noch bitter bereuen! Red, komm zurück! Du brauchst Hilfe! Hey, was soll das? Komm schon, Red, alter Kumpel! Ich frage mich, wo er sich hier versteckt haben könnte. Da! Holt ihn euch! Was ist los mit dir? Kannst du dich nicht mehr transformieren? Hey, das ist mein Wagen. Stell ihn sofort wieder dahin, wo er gestanden hat. Oh, es tut mir furchtbar leid, Chief. Er sieht aus wie ein Freund von mir. Ja, das glaube ich sofort. Wird Zeit, dass ich meinen Urlaub nehme. Red Alert ist uns entwischt. Um seinetwillen kann ich nur hoffen, dass wir ihn noch rechtzeitig finden. Du bist das? Starscream! Sei bloß still, sonst werden wir beide geschnappt. Du bist mein Feind. Bin ich das wirklich? Ich hätte dir sehr gut in den Rücken feuern können. Wir brauchen uns gegenseitig. Ich werde mich nie den Decepticons anschließen. Soviel ich weiß, hat das auch niemand von dir verlangt. Wir können nicht ewig nach ihm suchen. Wir müssen den Negavator zum Bunker zurückbringen. Aber Reds Schaltkreise werden explodieren, wenn wir ihn nicht bald reparieren. Wir haben keine andere Wahl. Unsere Energie reicht nicht aus, um noch einen Angriff zu überstehen. Ich kann dir genau nachfühlen, was du empfindest. Megatron und die anderen Decepticons sind auf meine Überlegenheit doch genauso eifersüchtig. Hat Megatron dich deswegen im Stich gelassen? Ja, er hat Angst, dass ich ein besserer Führer wäre als er. Aus demselben Grund sind die Autobots wohl eifersüchtig auf mich. Wenn wir beide aber die Kontrolle über den Negavator hätten, dann wären Optimus und Megatron gezwungen, unsere Überlegenheit anzuerkennen. Das würde Inferno und den anderen zeigen, dass ich mindestens genauso gut bin wie sie. Nein, besser! Dann hätte ich die Verantwortung. Ich allein! Aber natürlich, Red. Dann wärst du absolut der Größte. Ich werde mich erst sicher fühlen, wenn der Negavator auf Ebene 9 steht. Beeil dich, Horst. Als Sicherheitsverantwortlicher kenne ich hier alle Geheimeingänge. Das hätte Optimus Prime bedenken sollen, bevor er mich verraten hat. Ja, du hast recht. Das hätte er wohl. So, so.
Wie ich sehe, hat Starscream also ein kleines Privatbündnis mit einem Autobot geschlossen. Du brauchst es nur zu befehlen, Megatron, und ich werde diesen gemeinen Verräter an die Wand schmeißen. Jetzt spuckst du große Töne. Nur schade, dass dein Mut im Gefecht nie lange anhält. Ruhe! Lassen wir die beiden die Dreckarbeit erledigen. Und danach holen wir uns in aller Ruhe die Belohnung ab. Sorge, Optimus. Wenn Red Alert irgendwo da draußen ist, werden wir ihn auch finden. Ich hoffe nur, wir finden ihn, bevor seine Schaltkreise explodieren. Ihr könnt es schaffen. Viel Glück. Die Luft ist rein. Folge mir. Beeilung, bevor die Tunneldrohne kommt. Die was? Die Tunneldrohne. Tunneldrohne kann man nicht aufhalten, nicht mal ich kann sie außer Gefecht setzen. Wenn wir hier nicht ganz schnell rauskommen, werden wir in Atome zerlegt. Ich habe keine Lust, hier drauf zu gehen. Nein, nicht anfassen, die Alarmanlage. Über die können wir uns später immer noch Gedanken machen. Das ist doch unmöglich, das kann nicht sein. Wir dürfen kein Risiko eingehen, komm mit. Sie haben die Kombination geändert. Sie haben mir nie vertraut. Das kann ich Ihnen nicht übel nehmen. Jetzt werden wir ihn niemals rauskriegen. Das wollen wir doch mal sehen. Ein Decepticon. Geh zur Seite, Red, alter Kumpel. Du bist in Sicherheit. Und Starscream ist bald Geschichte. Nur nicht so schnell. Starscream ist jetzt mein Partner. Red, du brauchst Hilfe. Lass mich dich reparieren. Bleib zurück. Ich weiß ganz genau, wie du mich reparieren willst. Ihr habt gehört, was er sagt. Und jetzt macht, dass ihr von dem Aufzug wegkommt. Wir können nicht zulassen, dass du den Negavator mitnimmst, Red Alert. Eliminiere sie, solange du noch die Chance dazu hast. Das ist die letzte Warnung. Bleibt, wo ihr seid. Komm schon, Red. Ich kenn dich doch. Du wirst niemals auf mich schießen. Aber ich werde auf dich schießen. Megatron! Wirklich ausgezeichnet, Starscream. Dann ist dir also wieder eingefallen, wer ich bin. Ich bin euer Anführer. Nein, warte. Du hast es falsch verstanden. Ich wollte dir gerade... Ja, ich weiß schon. Du wolltest mir soeben den Negavator übergeben. Ist das richtig? Ja, selbstverständlich. Nein, er gehört mir. Wage es nicht, dich einzumischen, Prime. Red Alert droht zu explodieren. Mach bloß keine falsche Bewegung. Meine Logik-Chips. Was ist nur los mit mir? Ich kann dir schon sagen, was los ist. Du hattest gerade vor, den Negavator an den Autobots auszuprobieren. Wir können ihn aber genauso gut an dir ausprobieren, Partner. Das wird er doch nicht wirklich tun, oder? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, Starscreams Nullstrahl hat seine Schaltkreise kurz stabilisiert. Hey, ihr spielt da oben an den Schaltern herum. Der Negavator ist jetzt auf Selbstzerstörung programmiert. Das ist doch nur ein Bluff, du Autobot. Also ich möchte das Risiko lieber nicht eingehen. Jetzt, Autobots! Nein, vergiss es! Der Negavator wird jeden Moment explodieren! Na, warte nur! Eines Tages, Prime! Spar dir dein Abschiedsgerede! Wir
Wo ist Red? Der wird zu einem geschmolzenen Metallklumpen, wenn wir ihn da nicht schnellstens herausholen. Nein, das ist zu gefährlich. Ich gehe. Nein, es ist meine Aufgabe, ihn da rauszuholen. Inferno, bring dich in Sicherheit. Ich verdiene es nicht, ein Autobot zu sein. Danke. Wozu sind Freunde sonst da, Red? Ich hätte doch selbst gehen müssen. Hey, seht mal! Yeah! Red, du bist gerettet. Ja, und ich fühle mich schon viel besser, Optimus. Entschuldige bitte. Oh nein. Unsere Probleme haben damit angefangen, dass ich den Negavator habe testen wollen. Wir sind froh, dass du wieder unter uns bist. Du und Inferno habt heute große Tapferkeit bewiesen. Mit Freunden wie ihr seid, mit echten Freunden, da ist es wirklich die einfachste Sache der Welt, tapfer zu sein. Wow, Kids! Was für ein Tag! Seid ihr bereit für die neuesten Serienhits? Startklar für die verrücktesten Abenteuer? Dann los! Laser Patrol, Biker Mice vom Mars, X-Men und Power Rangers. Reist mit in die unendlichen Weiten des Universums. Bei uns sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Hier könnt ihr was erleben. Die mutigsten Helden kämpfen für die Gerechtigkeit. RTL, hier seid ihr richtig.